geht Gundersen am besten gestartet. Auch Egon Müller sehr gut. Müller an zweiter Stelle, geht nach vorne in die Spitze. Gundersen ist zweiter. Dann Meier dritter. Dann Finn Jensen auf Position 4. Egon Müller vorn. Aber was nützt ihm das noch? Er kann nicht mehr Weltmeister werden. Er kann nur noch einen hervorragenden Rang belegen. Gundersen kann ganz auf Sicherheit gehen. Er braucht nichts zu riskieren. Egon Müller ist Erster. Zweiter ist Gundersen. Dritter ist Karl Mayer. Dann Finn ohne Jensen. Und an fünfter Stelle der junge Gerd Riss, der hier einen so glänzenden Einstand bei dieser Weltmeisterschaft gegeben hat, von dem man für die Zukunft noch so viel Gutes erhoffen darf. Klare Sache für Egon Müller vorläufig, aber jetzt kommt Gundersen. Jetzt kommt Gundersen, greift an, obwohl er es ja gar nicht mehr nötig hätte. Aber wahrscheinlich will er doch dem Publikum etwas bieten und zeigen, dass er verdientermaßen hier Weltmeister wird. Doppelweltmeister, muss man sagen. Wenn ihm jetzt nicht noch die Maschine ausfällt, dann kann ja nichts mehr passieren. Dann ist er Weltmeister. Egon Müller bleibt vorn. Es geht in die letzte Runde. Müller vor Gundersen, dann Karl Mayer, dann Finn Rune Jensen und dann, wie gesagt, Gerd Riss aus Bad Wurzach. Klare Sache, Egon Müller im Ziel, reißt die Maschine hoch vor Begeisterung, dass ihm dieser Finallaufsieg gelungen ist. Müller, er versteht es, er ist ein Meister der Publicity, er versteht es, etwas aus solch einer Sache zu machen. Und Gundersen, das ist der neue großartige Weltmeister, nicht nur auf der Speedwaybahn, sondern nun auch auf der Langbahn. Viele dänische Zuschauer hierher gekommen, die geahnt haben, dass dieser Erfolg kommen könnte. Das ist noch einmal der neue Weltmeister in der Zeitlupeneinstellung, die uns schön zeigt, wie ruhig, wie sicher dieser Mann seine Maschine und damit auch die Bahn beherrscht. Das ist das Endergebnis, 23 Punkte für Erik Gundersen, den neuen Weltmeister aus Dänemark. Zweiter der Weltmeisterschaft Egon Müller mit 19. Dritter dann Karl Mayer aus Neufinsing mit 17 Punkten. Vierter Jensen und Collins. Und an sechster Stelle der junge Gerd Riss aus